Der Vortrag soll so ein Projektbericht sein von dem Forschungsprojekt, an dem ich seit 2 Jahren arbeite und das dieses Jahr ausläuft. Normalerweise sind das immer so die Projekte oder so die Vorträge, die ich versuche mir eher zu meiden, weil ich die meistens mal nicht so interessant finde. Ich habe mir dann gedacht, was kann ich für mich für einen Titel ausdenken, der euch vielleicht hierher lockt, vor allen Dingen an so einem Freitag, Vormittag. Und ja, habe mir dann sowas ausgedacht: Plattform, Mobilitätsdienste und Handwerker. Wie passt das eigentlich zusammen? Ja, das ist ein BMWI-Projekt und DLR und das wurde immer das Programm dazu, das hieß Smart Data und es ist halt groß aufgehangen mit so großen Zukunftsthemen. Mobilität war einer davon und das haben wir auch immer in den Vorträgen, wenn wir mal hier und dort das Projekt vorstellen, hieß es immer das Zukunftsthema Mobilität, was wir heute nicht schon alles an Kosten verbraten für dafür, dass wir im Stau stehen oder dass wir mit zu wenig Leuten unterwegs in PKWs sind. Und ja, als ich den Vortrag vorbereitet habe und dann mal meiner Freundin die Slides gezeigt hat, hat sie mich eigentlich schräg angeguckt und gedacht, Zukunftsthema ist ja eigentlich schon jetzt eigentlich ein relativ relevantes Thema. Also die Medien sind ja eigentlich voll mit irgendwelchen Berichten zum Thema Mobilität. Und das stimmt tatsächlich. Also eigentlich wird es sicherlich natürlich nur eines der großen Zukunftsthemen sein, aber das ist heute schon relativ relevant. Also zum Beispiel solche Geschichten hier, möchte man eine Autobahn noch weiter durch die Stadt bauen, damit einfach mehr Verkehr dort gebündelt wird? Das natürlich ruft das immer viele Gegner auf den Plan. Im Stau möchte aber auch niemand stehen. Gerade vielleicht auch hier in der Stadt, da denkt man dann schnell an so ein anderes Thema, was da noch mit reinspielt, nämlich die Geschichte hier, die ja auch in letzter Zeit sehr hochgekocht ist. Feinstaubbelastung. Gibt es ja auch ganz interessante Projekte, wo man sich selber Sensoren draußen an sein Haus ranheften kann und dann gemessen wird, wie viel ist da eigentlich der Feinstaub. Und dann werden die Daten zum Beispiel in sowas hier hochgeladen, in so eine Feinstaubkarte. Und wäre natürlich cool, wenn da irgendwann mal ganz Berlin auch wirklich abgedeckt ist. Also wenn man weiter rauszoomt, ist es so, aber wenn man näher ranzoomt, dann sieht man natürlich nur da, wo die Sensoren sind. Ein anderes Thema ist natürlich dann, was gerade auch, wie man es hier an den Jahreszahlen auch sieht, alles von 2018, soll der ÖPNV mal irgendwann kostenlos werden. Ich habe hier mal so einfach mal dann nach Google News gesucht und dann sieht man schon gleich so voll die kontroversen Standpunkte. Die Stadt verdient daran, kaum geboren, schon beerdigt. Städte sind nicht an Tests interessiert und so weiter. Also da wird sich noch bestimmt einiges bewegen. Das ist immer so eine Sache, die man sehr gut auch anbringen kann. Was kostet das eigentlich, im Stau zu stehen? Stauhauptstadt in Deutschland ist München. Das ist hier von dem INRIX-Report 2016 oder 17, nee, 16 war das. Aber kann man sich runterladen, ist glaube ich für Deutschland so noch nicht verfügbar gewesen. Ich glaube, Bonn ist hier irgendwo verdeckt von diesen Kosten, die es wohl insgesamt zusammengenommen sind. Also fast 70 Milliarden angeblich. Sind auch noch so Sachen, werden vielleicht irgendwann Pakete, die ganzen Diensteboten, die es momentan gibt und die unterwegs sind, werden die irgendwann vielleicht abgelöst durch Drohnen. Ist auch immer so, ich sehe irgendwie immer mehr Leute, also diesen Job haben und Essen austragen, wo ich mir immer denke, oh Mann, die armen Leute, was muss kein toller Job sein? Und sind die überhaupt gut bezahlt? Ne? Da sieht man, wenn es solche Protestaktionen gibt, kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, dass dem nicht so ist. Und ich weiß nicht, aus welchen Städten ihr kommt. So, ich bin halt aus Berlin und da ist so wirklich in den letzten Monaten auf einmal massiv viele so Sharing-Bikes aufgetaucht. Überall an allen Kreuzungen stehen die auf einmal von irgendwelchen chinesischen Anbietern. Das hier ist auch ein Bild aus China, wo einfach mal alle kaputten Fahrräder, weil die wohl sehr schnell kaputt gehen, keine Ahnung, mal alle so aufgetäumt wurden. Es gibt da noch viel krassere Hallen. Also das ist, also müsst ihr mal nach googeln, ist total abgefahren. Ja, und natürlich geht das Ganze dann irgendwann, also ein anderes in der Industrie sehr gehyptes Thema ist natürlich das selbstfahrende Auto, was ja auch gerade in der letzten Woche wieder in die Schlagzeilen gekommen ist, aus bestimmten Gründen. Habt ihr wahrscheinlich nicht übersehen. So eine Studie, auf die ich dann noch aufmerksam machen kann, die jetzt zwar das Thema Zukunft mit drinne, das vom Münchner Kreis. Die haben da halt so eine Studie gemacht, wo sie mehrere Firmen und auch Chefs und so weiter alle befragt haben. Und kann man sich auf jeden Fall mal geben, weil es schön bunt mit vielen bunten Bildern und klaren Aussagen, Thesen und dann haben sie halt so Vergleiche gemacht. Dazu gab es auch eine Veranstaltung, bei der ich auch war, die auch wirklich überraschend gut war, also hätte ich gar nicht gedacht. Und das ja manchmal so in Wirtschaftskreisen ist. So, was tut der Bund dafür, dass vielleicht auch die Wirtschaft ein bisschen angekurbelt wird?
im Bereich Mobilität, dass da mehr Innovation passiert. Da gibt es ein paar Vorhaben, mehr Daten zu veröffentlichen auch, um das anzukurbeln. Es gibt die M-Cloud, dort werden vor allen Dingen auch Mobilitätsdaten gesammelt. Natürlich gibt es auch sowas wie GovData und andere Open-Data-Portale, wo sich auch Mobilitätsdaten befinden. Also gerade hier in NRW muss man auch sagen, Hut ab, also was hier so an Open-Data-Initiativen passiert und was hier auch schon an Daten verfügbar ist, da können sich andere Bundesländer auf jeden Fall was von abschneiden. Und ja, dann gibt es, was da auch immer mehr so en vogue ist, sind so Hackathons, also zum Beispiel von der Deutschen Bahn. Die haben jetzt auch schon einige gemacht, wo man am Anfang noch so ein bisschen ja, gedacht hat, was die da jetzt veröffentlichen, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber die haben dazugelernt und mit jedem Mal wird das wirklich immer ein bisschen eine rundere Sache. Und ich würde, glaube, einmal im Jahr gibt es auch immer vom Bundesverkehrsministerium den Data Run. Der war jetzt gerade wieder und da werden dann vor allen Dingen auch Daten zum Beispiel aus der M-Cloud und auch dem MDM angeboten. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch mit dem MDM gearbeitet hat, der mobile Datenmarktplatz. Das ist so ein bisschen so das politisch gewollte, die gewollte Plattform, wo Verkehrsdaten veröffentlicht werden sollen. Also da versuchen halt die Verantwortlichen so ein bisschen auch, also es ist von der BAST initiiert, also von der Bundesanstalt für Straßenwesen. Und die versuchen eben, ja, die Städte dazu zu bewegen, da die Daten, ihre Daten hochzuladen. Also wenn man da mal raufgeht, das ist ein bisschen anders als so ein Open Data Portal. Man muss sich da anmelden und dann zuständigen Leuten eine E-Mail schreiben, die einem dann eine Freigabe geben. Also so war es jetzt eben zumindest noch. Also ein bisschen komischer Weg irgendwie. So die Herausforderungen, die wir so in dem Projekt gesehen haben, waren zum einen, es gibt einfach nicht genug freie Daten. Also das, was da ist, ist ja toll, aber so für so ein, vielleicht so ein deutsches Startup, was mit Verkehrsdaten machen möchte, dafür ist es einfach nicht flächendeckend genug. Also auch beim ÖPNV, da gibt es zwar einige Verkehrsverbünde, die schon ihre Daten veröffentlicht haben. Es gibt auch so ein cooles Projekt, was ich glaube ich gestern auch vorgestellt hatte, Rette deinen Nahverkehr, wo man schön sehen kann, welche Verkehrsverbünde haben ihre Daten schon freigestellt. Aber es könnten eigentlich noch viel mehr sein. Und auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, weil wir arbeiten eigentlich sehr eng mit der Stadt Dresden zusammen, weil TU Dresden ist auch ein Verkehrspartner und von denen kommen auch die, also der wesentliche Teil der Daten. Aber wir haben auch schon andere Städte auf uns aufmerksam machen können, zum Beispiel Stadt Wolfsburg. Und bei denen ist es dann eben so, die sind natürlich kleiner als Dresden, weitaus kleiner als Berlin, haben jetzt vielleicht nur wenige Haupteinfahrtsstraßen in ihrer Stadt. Und da ist dann die Frage, braucht man überhaupt ein eigenes Verkehrsmanagementsystem? Und da kauft man sich das eigentlich lieber ein von so einer Firma wie zum Beispiel Siemens. Und dann ist manchmal nicht so ganz klar, wer hat jetzt eigentlich die Datenhoheit? Das wird alles auf so einem Siemens-Rechner irgendwo gesammelt. Und darf man die jetzt einfach so freigeben oder nicht? Und auch eine Sache, die natürlich, das sind jetzt so für stationäre Sensordaten, die findet man, da findet man auch freie Datensätze im Netz. Aber wenn es jetzt so um Tracking-Daten geht, die eigentlich auch sehr relevant sind für eine so Verkehrsdatenberechnung, weil so Autos fahren ja immer dann auch auf Nebenstraßen, wo vielleicht keine Sensoren verbaut sind, wäre vielleicht auch interessant, da mal die Parameter zu wissen. Da ist halt Datenschutz immer sofort ein kritisches Thema. Also wenn man sich als Firma sagt, es gibt zu wenig Daten, wir müssen sie selber erheben mit Tracking und wir bauen eine App und dann werden die Leute getrackt, dann ist immer Datenschutz sofort das, wo reingegrätscht wird und gesagt wird, ja, eigentlich könnt ihr eure Pläne vergessen. Also da wird so, das ist so ein, Datenschutz ist natürlich eigentlich ein gutes Thema, es ist gut, dass darauf so sehr geachtet wird, aber es ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen so ein Innovationshemmnis. Und einerseits ist natürlich, alle geben ihre Daten für Google her. So. Also das ist irgendwie dann wiederum vielen egal. Und das ist dann immer so für eine Firma auch die Frage, kann ich mich mit der, so der Verkehrsauskunft von Google überhaupt messen lassen? Ist das überhaupt zu schlagen? Weil die ja schon so genau ist, also mit, dank dieser riesen Abdeckung, die sie haben. Eine Vision, die wir in dem Projekt haben oder die ich auch hätte, wäre eigentlich, wenn stationäre Sensordaten sind doch eigentlich so Verkehrssensoren, das ist doch eigentlich ziemlich unkritisch. Das könnte man doch wirklich, die Städte könnten das gebündelt alle mit offenen APIs zur Verfügung stellen, auch historische Zeitscheiben zur Verfügung stellen, um darauf dann auch vielleicht Prognosemodelle trainieren zu lassen, das wäre ziemlich cool. Und ist doch die Frage, wollen wir alles in einem Datenpool sammeln oder lässt man das nicht dezentral, aber hat dann eben clevere APIs, die das Ganze miteinander verlinken. Also in dem Bereich gibt es auch, im Bereich Linked Data gibt es derzeit auch so einige Projekte, die dort unterwegs sind, von der Uni Paderborn zum Beispiel. Und wenn wir natürlich Tracking-Daten haben wollen, weil wir sie nun mal brauchen für eine wirklich verlässliche Verkehrsauskunft, also Verkehrslage, dann wären natürlich robuste Anonymisierungsverfahren entscheidend. Also wir haben in einem Projekt auch eins entwickelt, aber würde ich sagen, das ist noch relativ basic, da können wir noch viel mehr machen. Und dann wäre es natürlich cool, wenn man diese ganzen Daten, die man hätte, dass sich vielleicht auch so ein bisschen crowdsourced unterstützen lässt. Das war so jedenfalls so ein Anspruch von uns in dem Projekt, dass
man das vielleicht auch verheiraten kann mit einem anderen sehr bekannten Crowdsourcing-Projekt, nämlich OpenStreetMap, dass man vielleicht Verkehrslage bereitstellt für OpenStreetMap-Straßen, dass dann alle Firmen, alle, die was mit OpenStreetMap machen, das sich zunutze machen können und darauf dann Dienste anbieten können. So, jetzt eigentlich zu dem Projekt und alles, was dort eigentlich steht, habe ich jetzt schon gesagt, die wesentliche Zielgruppe, die ja definiert wurde in dem Projekt, waren halt kleine mittelständische Unternehmen, weil da gesagt wurde, die haben vielleicht eher nicht den Zugang oder können sich das nicht leisten, sondern eine Tourenplanung oder sowas einzukaufen, solche Mobilitätsdienste. Und wir wollen da eine Plattform aufbauen. Das ist wirklich ein bisschen kurios, wenn man zu Veranstaltungen vom BMWI geht und sich da die ganzen Forschungsprojekte vorstellt, wer nicht alles eine Plattform bauen will. Das ist wirklich fantastisch. Also da werden wirklich jedes Projekt baut eine eigene Plattform. Da denkt man sich manchmal auch, ob das immer so der weiße letzte Schluss ist. Okay, wir haben jetzt aber auch eine gebaut, weil das eben so gefordert war. Und so sieht sie aus. Habe ich gerade festgestellt, beim Konvertieren in PDF sind die ganzen Pfeile irgendwie, haben wir ein bisschen ihren Übergewicht dazu gewonnen. Was wäre eine Plattform ohne ein Architekturdiagramm? Also kurz erklärt, wir haben uns dafür eine Microservice-Struktur entschieden, dass die ganzen einzelnen Services, sowas wie Routing, Tourenplanung, Geocoding haben wir auch, dass das möglichst alles stark gekapselt ist. Unten haben wir die Datenquellen. Das ist jetzt bei uns im Projekt letztendlich eine große Datenbank geworden. Und was noch wichtig ist, wir haben da so eine Integrationsschicht und alle API-Requests gehen halt dadurch. Das ist quasi so eine API-Gateway, so eine Schutzschicht. Also das heißt, wenn jetzt eine Firma ankommen würde und die hätte vielleicht einen kostenpflichtigen Dienst, dann könnte man über so eine Integrationsschicht auch ganz einfach so Abrechnungsmodelle realisieren. Wäre natürlich immer besser, wenn das alles frei wäre. So, die verwendeten Datenquellen, die wir genutzt haben, einmal für das Straßennetz haben wir OpenStreetMap genutzt, weil das Dresdner Verkehrsmanagementsystem, die hatten noch ihr eigenes Knotenkantenmodell, aber das war dann doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen und nicht mehr ganz aktuell. Und wir haben uns verschiedene Lösungen angeguckt, was so Routing angeht, im Bereich OpenStreetMap und sind dann ziemlich schnell auf GraphHopper gekommen und nutzen wir halt den Knotenkantengraph von GraphHopper, der da erstellt wird. Und wir haben hauptsächlich Verkehrsdaten aus Dresden. Also es sind jetzt ca. 1000 Sensoren. Ich habe die alle mal hier so versucht zu visualisieren auf der Autobahn und hauptsächlich natürlich an Hauptstraßen und an Lichtsignalanlagen, wie ich gelernt habe. Also vorher hatte ich mit Verkehrsbereich nicht so viel zu tun. Ich habe immer nur Ampeln gesagt und die Dresdner haben immer mit von ihren LSAs geredet. Da war man immer LSA? Achso, Lichtsignalanlage, okay. Und und was es auch noch gibt, sind Protokolldaten für Brückensperrung. Okay, wir haben so eine modulare Struktur aufgebaut in so einem Developer-Portal. Achso, Induktionsschleifen zum Beispiel im Asphalt. Dann gibt es Infrarotsensoren, die man halt an Laternenpfählen befestigt, die dann die Verkehrsstärke messen. Und gibt es noch was? Kameras gibt es auch, ja, aber hauptsächlich Induktionsschleifen. Also ist auch interessant, wenn man danach dann, also seitdem ich in diesem Projekt bin und durch die Stadt gehe, dann sehe ich immer überall nur noch Induktionsschleifen. Also man wird auch ein bisschen geschädigt dann. Was wir aufgebaut haben, waren diese Plattform, die zu erreichen ist unter excel-mobility/developer. Da kann man sich dann anmelden und da kann man dann die verschiedenen Services ausprobieren. Also wenn man dort auf Dokumentation klickt, da gelangt man dann zu der Schnittstelle, zu der API, die man da ansprechen kann. Das alles ist realisiert mit Swagger und ihr könnt euch das im Endeffekt so vorstellen, am Ende werden ja solche Web-Services immer über die Adresszeile von dem Browser aufgerufen und Swagger baut euch einfach eine Website auf, wo ihr dann seht, okay, das kann man da eintragen. Und dann kann man unten auf Ausführen drücken und dann sieht man auch, was rauskommt. Und es ist alles ein bisschen besser, einfacher dokumentiert. Also auch eine Sache, die ich in dem Projekt gelernt habe und eigentlich ziemlich nützlich ist. So, was haben wir für verschiedene Services gebaut? Es gibt einmal einen Import-Service, also ein Tracking-Service, der die aufgenommenen GPS-Signale direkt map-matched, so ist der Fachbegriff, auf die OpenStreetMap-Kanten. Das heißt, die sind wirklich dann genau auf eine Straße verortet. Wir haben einen Sensor-Data-Collector gebaut, über den man Sensoren anlegen kann und über die auch die Sensormessungen eingespielt werden können. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine neue Startup kennengelernt, die nennt sich C-Ring. Die haben so einen sehr leichtgewichtigen Sensor gebaut, den man auch so anbringen kann in der Stadt.
Und man hat verschiedene Module, die man da anbringen kann, und man könnte damit zum Beispiel auch so den Verkehrsfluss messen und auch sowas wie Wettererscheinungen und sowas. Und der Vorteil hier ist so ein bisschen, findet statt, das ist immer so die Frage, schaffen wir uns neue Telemetriesensoren an von vielleicht Siemens, so ein Traffic Eye Universal? Na, ist schon so fünfstelliger Bereich, was das kostet. Also da kann man vielleicht mit Sonderlösungen auch ein bisschen sparen. So, gehen wir mal weiter, wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe. Das Spannendste ist wahrscheinlich so der Reisezeitendienst und der Level of Service. Das ist auch wieder so ein Verkehrsfachbegriff. Das sagt einfach die Verkehrslage, klassifiziert von 1 gut bis 6 totaler Stau oder so, glaube ich. Und das haben wir basierend auf OpenStreetMap-Kanten errechnet. Also da diese ganze Berechnung gab es vorher schon auf dem Dresdner Modell, und das wurde jetzt übertragen auf die GraphHopper-Kanten. Und wird jetzt auch zur Verfügung gestellt. Also kann man, wenn man auf das Dashboard geht, wird man auch eine Karte sehen, wo das live eingeblendet wird. Verkehrsganglinien, das ist dann so die Ganglinie auf einem Straßenabschnitt, also die Ganglinie der Reisezeit für einen Straßenabschnitt, wird auch zur Verfügung gestellt. Und was wir noch an der Beuth-Hochschule entwickelt haben, die Prognosen auf den Verkehrsstärken an den verschiedenen Sensoren. Da gab es letztes Jahr auf der Vosges, habe ich dazu einen Vortrag gemacht. Okay. So, dann Mobilitätsdienste. Wenn man genau hinsieht, dann kann man erkennen, dass wir uns da sehr stark von GraphHopper bedient haben. Also warum das Rad auch immer neu erfinden. Also wir haben für das Routing und auch für die Tourenplanung nutzen wir GraphHopper-Werkzeuge. Auch das Geocoding für Ton, da steckt ja auch mittlerweile viel Arbeit von GraphHopper mit drin. Wir haben noch einen Monitoring-Service geschrieben, gerade weil wir den Anwendungsfall der Handwerker hatten, dass sie eine Verspätungsmeldung auch abschicken können an ihre Kunden, haben wir so eine Verspätungsrechnung gemacht, basierend auch auf dem Routing. So, für den Export, also wie gesagt, man kann so die ganzen Daten auch direkt über so eine REST-API abfragen. Wir haben aber auch so ein, also bieten das Ganze auch als so ein Layer an, jetzt hier halt nur für Dresden, weil dort eben dann jetzt die Daten vorliegen. Und da kann man dann sehen, dass sich dort, das ist jetzt hier die Verkehrslage, dort, wo es ein bisschen roter ist, ist auf jeden Fall höhere, ja, ist auf jeden Fall Stau. Man kann da sich doch noch andere Sachen anzeigen lassen. Die Adresse habe ich hier unten mal angegeben, das ist eigentlich ein WMTS. Es gibt auch diesen WMS und WFS, den wird man auch finden, wenn man da hinten einfach das ist der WMTS ersetzt. Aber der ist noch nicht ganz so dokumentiert, da müsst ihr uns noch ein bisschen Zeit geben. Aber das ist auf jeden Fall da, man kann damit arbeiten. Ja, das war eigentlich so die Folie für die Entwickler. Was ist eigentlich mit diesem Buzzword Microservice? Ist das jetzt toll oder hat man damit vielleicht am Ende doch mehr Stress? Ich überspringe das jetzt einfach mal, weil sonst bräuchte ich mich viel zu lange. Dann, wie man sich bei der Plattform anmeldet, ist eigentlich ganz simpel. Man meldet sich an, wir müssen das dann, wir gucken erstmal, wer hat sich da eigentlich angemeldet, schicken den Token an die. Den Token gibt man dann ein bei dem erneuten Anmelden, und dann kann man die Services abfragen. Da gibt es natürlich auch keine Anzahl an Maximal-Requests, also es wird natürlich dann bei extrem hoher Last gethrottelt. Okay, so, hier habt ihr mal einen Blick auf das Repository. Die ganzen Services sind auch alle Open Source unter github.com/excel-mobility. Da kann man sich das auch alles ansehen und wie man die vielleicht auch selber aufsetzen kann. Wenn ihr euch vielleicht noch an dieses Architekturdiagramm erinnert, hat man über der Integrationsschicht die so Beispielanwendungen. Das war immer so, war dem BMWi ganz wichtig, ist immer die Verwertung. Also es muss am Ende ja vielleicht Prototypen rauskommen, wo man dann auch langfristig sehen kann, okay, da ist ein Mehrwert auch für die Wirtschaft da, dass man solche Services auch nutzen kann. Eine Anwendung, da kommen jetzt so ein bisschen die Handwerker ins Spiel. Wir hatten uns verschiedene Berufsgruppen angeguckt und haben uns dann die Handwerker ausgesucht, die wir gesagt haben, Mensch, für die wäre vielleicht so eine Mobilitätslösung oder also Routingdienste und Tourenplanung ziemlich reizvoll. Und wenn die dann rumfahren, könnten die wiederum für uns Verkehrsdaten sammeln gehen. Eine Anwendung aus Dresden ist Parken.de, die auch Daten vor allen Dingen aus dem WAMO-System nutzen. Dabei letztendlich sind die ja dann auch bei uns in Excel in der Plattform. Und dann noch zwei weitere Anwendungen, eine, die wir gebaut haben, und dann noch eine, die Minglabs gebaut hat. Das ist das Logo von denen. Ja, jetzt zu den Handwerkern. Das war so ein bisschen, darauf hatten wir uns ganz am Anfang so ein bisschen eingeschossen, weil wir gesagt haben, naja, die machen ja auch schon ein Teil vom innerstädtischen Verkehr aus. Ist ja jetzt auch gerade mit Dieselgate, gab ja die Frage, wenn Verkehrsfahrverbote sind oder sowas, machen die Handwerker eigentlich? Und ganz interessant ist so eine Studie, da habe ich hier mal den Download-Link aufgeschrieben. Da wurden zahlreiche Handwerkerbetriebe gefragt, was sie eigentlich zum Thema Digitalisierung sagen. Und man sieht sogar, dass sie so re relativ optimistisch sind und dass auch viele schon Navigationsdienste nutzen. Was so unsere Erfahrung aus den Feldtests war, weil man muss natürlich immer das, was man da entwickelt hat, irgendwie auch im Feld ein bisschen
sich bestätigen lassen. Und das war manchmal nicht ganz so einfach, weil gerade bei Handwerkern war es immer so, wenn die Betriebe zu klein waren, hatten sie keine Zeit. Oder wenn sie zu groß waren oder also schon ein bisschen größer waren, hatten sie irgendeine Lösung. Und die haben dann gesagt, ja, die kann ja eigentlich das Gleiche, was ihr uns jetzt hier versprecht. Oder vielleicht sogar noch mehr. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, proprietär kann mehr. Meiner Meinung nach immer noch in dem Bereich. Aber das wird sich vielleicht hoffentlich auch bald ändern. Und ja, es ist immer so vielleicht so ein bisschen der Anspruch, der auch mit Projekten manchmal ein bisschen schwierig war. Einerseits die Verwertung, irgendwie Prototypen zu entwickeln und das andere dann die Open-Source-Bewegung, die Veröffentlichung von Daten und auch vielleicht so ein bisschen Anreize für eine Community, für eine mögliche Community zu schaffen in dem Umfeld. Ja, das war so jetzt, das ist schon die letzte Folie. Also wie geht's weiter? Wie ist natürlich so eine kritische Frage bei Forschungsprojekten, ist immer, ja, was passiert dann mit der Plattform, wenn das Projekt vorbei ist? Und wir haben uns versucht, wir wollen die ganze Plattform auf jeden Fall noch bis Mitte nächsten Jahres hosten und uns währenddessen natürlich dann umsehen, ob es vielleicht noch, ja, ob sich da vielleicht in der Community auch was regt, dass dort vielleicht noch gehostet werden kann. Ich habe auch immer mal angebracht, der Foskis unterstützt ja auch solche Sachen, man kann ja auch Förderanträge stellen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen mehr machen, habe ich immer noch gesagt. Aber am Ende des Projektes sind wir vielleicht schon da angelangt. Ja, Integration von Daten weiterer Städte wäre natürlich ein langfristiges Ziel. Und was wir auch noch bereitstellen wollen, ihr habt gerade diese Verkehrslage gesehen, wie berechnet man die eigentlich? Also wir wollen Städten auch zeigen, wenn ihr Sensordaten habt und wenn ihr Tracking-Daten habt, wie kann man dann am Ende eine Verkehrslage berechnen? So, das war's. Ja, gibt es, erstmal danke für den Vortrag. Danke. Gibt es Fragen? Ich habe mich gefragt, ob ihr darüber nachgedacht habt, auch eine Smartphone-App vielleicht zu schreiben, weil das den, sag ich mal, den Radius ja enorm erweitern würde und es praktischer ist, als ganz Deutschland mit Kontaktschleifen vollzubauen. Ja. Ich hatte hier mal versucht, das auf einem Bild anzudeuten. Also das, ich habe leider das ein bisschen abgeschnitten, deswegen muss ich jetzt mal nach hinten gucken. Hier, also diese Terminmeister-App, die wurde einmal als eine Browser-App geschrieben, aber dann auch als eine Mobile-App, das ist der Handwerk auch unterwegs. Also das ist natürlich der Sinn, dass die Leute rumfahren und Daten aufnehmen. Also das ist natürlich eine Mobile-App. Und auch die, wir haben noch eine andere, jetzt im letzten Projekt, da entwickeln wir gerade eine App für Pflegedienste und das ist auch eine Mobile-App. Also Mobile sowie Desktop-App, also Browser-App. Gut, gibt es weitere Fragen? Und dann jetzt eine Frage mit, wie viele haben Sie denn noch schlussendlich Handwerker gefunden, die angenommen haben? Oder gibt es eine andere Datenquelle für Live-Verkehrsdaten außer den Sensoren? Na, die, also was wir auch nutzen konnten von der Stadt Dresden, sind halt von 500 Taxis, die rumfahren, die Tracking-Daten. Jetzt in den Feldtest-Firmen, die das jetzt wirklich langfristig betreiben, also ich glaube, wir haben einen, der wird auch heute immer noch rum und nimmt für uns immer Daten auf. Aber das ist oft immer schwierig. Also auch, wenn man mit anderen Städten da ins Gespräch kommt, manche Leute sind da schnell Feuer und Flamme und sagen, ja, wir werden alle unsere Stadtfahrzeuge jetzt damit ausrüsten, damit sie Daten in die Plattform einspeisen. Und ja, dann waren sie einmal beim Betriebsrat und dann ist natürlich vorbei. Also es ist ein bisschen so die Einschätzung. Es ist ein, ich sag mal, schon spürbarer Beitrag, um eine Verkehrslage zu berechnen. Es ist ausreichend, aber könnte schöner sein? Oder ist es so, dass es quasi nur der Tropfen auf den heißen Stein ist? Ich würde wahrscheinlich momentan eher das Letztere sagen, weil es einfach noch, also auch in dem Projekt wurden viel zu wenig Daten eigentlich noch generiert. Aber wir hoffen halt mit den Entwicklungen, was aufgezeigt zu haben, wo die Reise eigentlich hingehen könnte. Also wenn die Daten eigentlich da wären, Tracking-Daten wie Sensordaten, dann könnte man so eine Verkehrslage berechnen und die könnte halt so verteilt werden, sodass andere Firmen die nutzen können. Ja. Okay, dann danke. Gibt es noch Fragen ansonsten? Also für Dresdner Unternehmen könnte es spannend sein, was da jetzt entstanden ist. Ja.